Ja, liebe Freunde, Zeit für romantische Gefühle gab es heute im Dschungelcamp. Es wurden die Briefe der Angehörigen verlesen und natürlich der schönste Augenblick war der, als der Brief von Hubert Feller an seinen Lebensgefährten Matthias Mangiapane vorgelesen wurde und es war nämlich ein Heiratsantrag. Hast du das geplant? War das spontan? Hubert, erzähl mal. Es war ein bisschen geplant, aber total spontan dann auch, weil er mir halt echt total fehlt, Matthias. Und es ist jetzt das dritte Mal. Wir haben 2012, habe ich schon mal Verlobungsanfrage gemacht. Ne? Da hat er schon mal ja gesagt. In Las Vegas wollten wir heiraten. Dann durften Schwule und Lesben nicht heiraten, hätte es nicht gezählt. Und jetzt ist es das dritte Mal und alle guten Dinge sind drei. Und jetzt wird auch sofort durchgezogen, April, Mai, irgendwann kommt jetzt die Hochzeit. Nach 11 Jahren, ich bin mir sowas von sicher, dass ich mit Matthias zusammenbleiben will und jetzt wird geheiratet. Hast du schon Pläne, wie es ablaufen soll? Ich habe noch gar keine Pläne, schicker Anzug, 2 schöne Anzüge und dann schauen wir einfach mal. Matthias hat mir ja mal so durch die Blume, er möchte gerne schöne Kutsche, möchte ein Schloss, ne, so ein bisschen König Ludwig mäßig bayerisch. Ja, und wie habt ihr euch eigentlich mal kennengelernt vor 11 Jahren? Wir haben uns vor 11 Jahren im Internet kennengelernt, bei Gay Romeo, das schwule Einwohnermeldeamt. War das früher, da hat man sich da noch kennengelernt. Jetzt geht es ja nur noch über App, wo man sich kennenlernt. Und da hat er mich alles angetickert und angeschrieben und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Da habe ich gedacht, oh, schon wieder so ein Junge, ne? Brauche ich jetzt nicht. Ne? Und dann war das so hartnäckig und dann haben wir uns getroffen und hat es Bäm gemacht und ja, es ist passiert, die große Liebe. Wenn ihr jetzt von der Ehe spricht, habt ihr auch mal über Kinder nachgedacht? Wir hatten schon mal über Kinder nachgedacht, aber wir haben jetzt 2 Hunde und einen Papagei. Und ich glaube, die reichen uns im Moment, im Moment. Ich weiß ja immer, ich muss ja immer im Moment sagen, man weiß ja nie, was nächste Woche oder übernächste Woche ist. Ne? Im Moment reichen sie uns. Ja. Jetzt hat ja die Sonja so ein bisschen suffisant vorhin gesagt, naja, ob das Dschungelcamp der richtige Ort ist, um einen Heiratsantrag zu machen. Wie gehst du mit der Kritik um? Ich finde schön, dass Schwule und Lesben jetzt in Deutschland heiraten dürfen. Und da habe ich gedacht, jetzt vor dem ganzen Publikum, dass ich noch andere anreize, fragt euren Mann, eure Frau, ob ihr heiraten wollt, ob lesbisch oder schwul. Es ist regulär, sie dürfen jetzt alle und macht es einfach. Ja, so eine Ansage hat man nichts mehr hinzuzufügen. Wir wünschen euch, dass ihr bis ewig zusammenbleibt und dass es eine schöne Hochzeit wird. Bis dann. Danke, tschüss.